irgendwie ist das ja logisch. Wenn du einen Haufen Hunde hast, hast du auch einen Haufen Haufen. Und die werden hier mit Liebe gesammelt, erklärt Elodie wie Melodie ohne M. Wir kompostieren die Haufen, aber der Kompost wird verbrannt. Der geht nicht mehr zurück in den Kreislauf. Das Gute daran ist aber, wir sparen uns hier die ganzen Plastiktütchen und es wird einfach viel weniger, weil es zusammenfällt. Wir, das ist die Hundemeisterei in Gießen von Silvia Meister. Der Name ist Programm. Das ist eine fast normale Hundeschule. Fast. Denn ein guter Teil der Hunde kommt aus unguten Verhältnissen. Auch Betty, die Besserdame von Elodie. Die Betty sollte in Belgien verkauft werden, weil da kann man Hunde noch im Kaufhaus kaufen. Es gibt so Welpenkaufhäuser. Aber sie wurde nicht verkauft und dann wurde die Ware schlecht. Und dann, dann hat sie kein Essen mehr bekommen und kam dann ganz, ganz abgemagert hierher nach Gießen. Und Silvia hat sie aufgepäppelt und deswegen liebt die Betty Essen. Also nicht nur, weil sie ein Basset-Hound ist, sondern eben auch, weil sie so eine Geschichte hat. Siehst du? Und die haben hier fast alle. Denn zur Hundemeisterei gehört auch die Interessengemeinschaft Tierschutz Mittelhessen. So ist auch Golfhoch nach Gießen gekommen. Der kommt aus der Tötung. Und wir haben ihn halt hier bei uns in die Vermittlung aufgenommen. Und was heißt das, der kommt aus der Tötung? Kann man die dann da abholen oder wie? Nein. Nein, wir unterstützen ein Tierheim in Spanien, die Proa. Und da kommt ab und an mal eine Anfrage, ob wir ein Tier in die Vermittlung aufnehmen. Und er war einer dieser Hunde. Jetzt lebt er bei ihr, freut sich des Lebens und ist das, was man einen tollen Hund nennt. Also, wir können festhalten, Herz für Tiere haben sie hier alle. Aber weißt du, sagt Silvia, die Chefin, weißt du, wir wollen noch ein bisschen mehr. Wir möchten gerne noch mehr Lebensraum für Vögel, Eichhörnchen, Ameisen, Insekten, was weiß ich, entsprechend auf unserem Gelände hier bauen. Also gar nicht mal so primär nur für die Hunde, sondern nein. Überhaupt. Überhaupt. Ein kleine Stücke der Welt ein bisschen schöner machen. Na, und wie schaffst du das? Klar, mit Pflanzen, sagt Elodie wie Melodie ohne M. Wir brauchen eigentlich mehr heimische Pflanzen, die eben auch blühen und heimische Insekten anlocken. Zum Beispiel Rosen, Schmetterlingsflieder, wir brauchen Obstbäume, alles was blüht und alles was auch beschattet. Und so machen sie ein Loch in die mittelhessische Erde für einen Apfelbaum. Nun kriegst du für kleines Geld nur kleine Bäume, also bis der Schatten macht. Brauchst du aber fürs Hundetraining, sonst gehen die ja ein in der Sonne. Nee, also es braucht was Größeres für Fauna, Flora und Schattenparker. 5000 Euro aus der Umweltlotterie genau. Die Natur freut sich ein Loch in den Bauch und Betty kraulich ein Loch in den Bauch. Nee, ich höre schon nicht auf. Alles gut.